So, und willkommen zurück zu einem neuen Teil GTA 5. Da kommt der Zug. Der Zugküt. Ja, wir waren in der letzten Folge ja hier bei Lester und haben schon so ein bisschen vorbereitet, weil wir ja bald einen Juwelier ausrauben hier im Spiel. So. Was haben wir denn? Wir haben noch ein bisschen Geld. Ja, komm, gehen wir mal ein bisschen autotunen. Sehr schön. Tun wir mal ein bisschen das Auto verbessern. So, wir haben hier die Panzerung, könnten wir nehmen. Nehmen wir mal ein bisschen. 20% Dingens hier, wie heißt's? Panzerung. So. Motor. Das können wir uns nicht leisten. Okay. Auspuff. Kotflügel. Chromkotflügel. Jo. Die können wir uns aber nicht mehr leisten. Kühlergrill. Sind das hier so billig überbelichtet hier? So. Motorhaube. So. Scheinwerfer. Geht nicht mehr. Lackierung geht wahrscheinlich auch nicht mehr. 400, ne. Matt 1000. Faszinierend. Sekundäre Farbe, klassisch. Das wäre die sekundäre Farbe. Ah ja. Mitternachtsblau. Machen wir uns mal so einen Streifen Blau rein da. So. Ich werde die sowieso nochmal drüber tunen und drüber lackieren. So, lassen wir das mal so. Haben wir ein bisschen die Kiste ein bisschen aufgemöbelt. So. Jetzt gucken wir mal auf die Map, was es da so Schönes gibt. Aber wir können hier zu unserem Psychiater gehen. Aber dafür haben wir natürlich kein Geld wieder. Wir haben hier Fremde und Freaks. Aber ich kann mir schwer vorstellen, was das jetzt ist. Ich kann mir ganz genau vorstellen, wer das ist. Ist das nicht die Lauftante? Wir fahren da mal hin. So, fahren wir mal zu Fremde und Freaks. Mein Gott, dieser Name. Genau. Feiert ihr Karneval? Nächste Woche ist ja Karneval, Rosenmontag und so. Feiert ihr Karneval? Oder eher nicht so? Oder seid ihr überhaupt nicht dafür?
Weil mittlerweile ist das ja nur noch irgendwie ein Saufgelage, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich irgendwie schade. So. So. Gleich sind wir da. Tralali und Tralala. Voll getroffen. So. So, ich glaube, das ist diese Triathlon-Tante, ne, wo wir jetzt hinfahren. Da bricht mir gleich wieder der Finger ab, ey, wenn man da so oft X drücken muss. Ich hab Vorfahrt, Junge. Ich hab Vorfahrt, Junge. Nehmen wir alle die Vorfahrt, Mann. Oh mein Gott. So, den Rest renne ich jetzt hin. Wie sieht eigentlich meine Ausdauer aus? Moment. Ausdauer, oh Gott, ob ich da mithalten kann. Ich verkack doch dann wieder. Ja, das ist die Triathlon-Tante. Komm, komm, Michael, run, run, Forrest, run. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit X bashen. Alles klar, wir fudeln. Schnauze. Wir cheaten. Wir sind Michael, die Center, Alter. Wir cheaten. Wir haben sogar einen falschen Namen, Mann. Komm, renn, renn, renn. Halt die Klappe. Komm, 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 komm. Aus dem Weg. Ah, das geht auf unsere Gesundheit. Wo ist das scheiß Ziel? Ah, wir können nicht mehr, sonst sterben wir. Fuck, aber wir müssen das gewinnen. Das ist das Blöde. Aber wir sind ja schon im. Wir sind schon kaputt. Das ist so blöd, ne? Wieso müssen wir das gewinnen? Also, wir müssen mit Michael erstmal ein bisschen Ausdauer trainieren. Wir verlassen die Mission erstmal. Sonst gibt das nicht. Der ist uns nachher tot, der Michael. Müssen wir so erstmal noch ein bisschen rennen. So, genau. Komm aus dem Weg. Müssen wir mit dem Michael mal so ein bisschen rumlaufen. Genau. Wohin genau? Ja, zum Psychiater könnte man theoretisch auch, aber wir haben kein Geld dafür. Genau. Ja, dann gucke ich mal auf die Map. Da haben wir überall noch nichts.
Dann würde ich sagen, wir switchen um nach Franklin. Ja, wir hätten noch eine Mission gehabt bei Michael, aber ich möchte auch ein bisschen gleichmäßig die Sache machen. Genau, was macht denn der Franklin? Schmeißt Dosen durch die Gegend. Sehr schön. So. Franklin, du musst deine Schießübung verbessern. Verbring mal ein bisschen Zeit am Schießstand. Ja, SIU, haben wir überhaupt Geld dafür? Wir haben 462 Dollar. Faszinierend. Wir runnen hier mal rum. Yo, OG. Yo, was geht ab, yo? Wir klettern hier rum, yo. Das war die Tonja, ne? Ach Gott, kommen wir hier überhaupt nicht vorbei, Alter. Das war jetzt nicht so gut. Warte mal, geht das so? Ja, da kommst du hoch. Sehr schön. Wir machen hier einen auf Assassin's Creed in GTA. So. Wir brauchen ein Auto. Ja, ich komme gleich. Ich muss erst das Auto holen. So. Hoppala. Alter, wie die da hängt. Habe ich da so? Ich glaube, hab ich jetzt da irgendwas übersprungen? Keine Ahnung. Ich drücke immer so schnell X, weil ich denke, ich kann losrennen. Meine Güte, ich hasse das, ne? Jo, wir fahren wieder den Truck. Wir schleppen jemanden ab. Ich fahre den Truck. Komm, Tonja, steig mal ein bisschen schneller ein. So. Wie dir mal offen zu reden, wenn ich irgendwo dran komme. And you got
got your laugh on the corner today. Fahre zu dem falsch geparkten Wagen. Das machen wir doch. Genau hier die Abschleppmission. So. Oh, hell. Wo steht er denn? Wohin? Genau. Ist das das Auto, was wir holen müssen? Das hier? Ich glaube ja. Jetzt muss ich mich erstmal hier richtig ranmanövrieren. Jetzt muss ich erstmal drehen. Du sollst drehen. Rückwärts. So. So. So, und weg. Flutsch und weg. Komm, fahr zu. Gib Gas jetzt da vorne. So. This ain't a job for making new friends, is it? I thought you been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer car. It's an honest dollar. And there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet. Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack? I gotta keep his hours up. Word is, they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. A piece of shit. Ja, ist ja gut. Ich fahre hier ganz regulär im Straßenverkehr. Ja, ich droppe. Ups. Jesus. Ja. Abkoppelbonus. Wieder auf Silber. Jetzt steht die da und ist warum am Telefonieren. Alles klar. Wir machen mal weiter. Ich glaube, wir gehen wirklich mal in den Schießstand, wie Michael uns gerade geraten hat. Wir gehen mal zum Schießstand.
So. So. Nicht überfahren lassen, das wäre sehr uncool. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, eure Tofina.